travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my was es Kleinem gibt, dass man morgen, wenn man aufsteht und die ersten Vögel hört, noch vor der Post etwas aus dem Briefkasten nehmen kann, das für einen bestimmt ist. My share of losing and now as tears subside. Was es bald nicht mehr gibt, dass man in einen Zug einsteigt mit drei dicken Zeitungen unter dem Arm und alle es sehen können und denken, wow! Die liest drei Zeitungen und dann auch noch so dicke. Was es Kleinem gibt, dass wir in Nacht, wenn die Tür aufgestellt sind, um aus letzter Gast was es bald nicht mehr gibt, jetzt der Olaf am Morgen nach einem wichtigen Ereignis zum Kiosk rennt, zeitig ist der Zeitung auch, wo ihm gesagt wird, man weiß, dass er alle mit einer Zeit sowieso gut geht. Not himself, then he has not to say the things he truly was es Kleinem gibt, dass man sich ärgern kann über seine Zeitung und denken, jetzt stell ich die da ab. Was es jahrelang hat denken und doch nie macht. Was es bald nicht mehr gibt, dass man am Morgen im Café um die Ecke mit Neuigkeiten überrascht wird. Was es bald nicht mehr gibt, dass man am Morgen nach einem wichtigen Ereignis zum Kiosk rennt und sich 10 Zeitungen kauft, was es Kleinem gibt, man weiß, dass man einen Artikel, den man beim Lesen jemanden müssen denken kann, ausschneiden und in ein Kuvert tun und dieser Person, die man beim Lesen also gedacht hat, versehen mit Grüße auf einem Post-it-Kleber schicken kann. Was es Kleinem gibt, dass man sich ärgern kann über seine Zeitung und denken, jetzt bestelle ich die ab. Das jahrelang kann denken und doch nie machen. Was es Kleinem gibt, dass einem bei den Vermischten eine Meldung entgegenlacht, wo man denkt, das gäbe jetzt einen Roman. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Was es Kleinem gibt, dass man morgen ins Büro geht und denkt, nachdem ich gelesen habe, was auf der Welt sonst so los ist, geht es mir in meinem Büro doch eigentlich gar nicht so schlecht. Yes, I've had a few, but then again, was es Kleinem gibt, dass man morgen ins Büro geht und denkt, nachdem ich gelesen habe, was auf der
Welt zu ist, geht es mir in meinem Büro doch eigentlich gar nicht so schlecht. Without exemption, at my reach, charted course, each careful step along the line, and my whole, much more than this, I did it my So, können wir langsam anfangen? Sehr gut. Einlass ist fertig. Fehlt noch irgendjemand? Jemand auf dem WC? Es ist alle da. Sehr schön. Okay. Das sind heute doch eine kleine überschaubare Runde. Sie können heute übrigens ihre Handys anschauen, einfach falls sie mit irgendetwas recherchieren, was heute hier auf der Bühne gesagt wird. Ansonsten eine schöne überschaubare Runde. Das ist noch nicht davor, bevor wir anfangen. Stellt sich jeder kurz vor. Jetzt. Zwei, drei kurze, knappe Sätze zur eigenen Biografie. Machen wir schnell den Anfang mit Hanek, mit mir selber. Ich bin der Laurin, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Basel City, die Stadt von der Graffiti. Wenn du Europa anschaust, direkt in der Mitte. Und bevor wir anfangen, ich denke, stellen wir heute ein paar Fragen, die sie sich einfach melden oder nicht melden können. Das erste Frage ist, wer hier hat eine richtige Zeitung aus Papier abonniert? Okay, alles klar. Darf ich fragen, was haben Sie für eine Zeitung abonniert? Tageswoche. Tageswoche. Sie, was haben Sie für eine Zeitung abonniert? Der Landbot. Der Landbot. Aha. Was haben wir sonst noch für Zeitungen? Süddeutsche Zeitung. Sonst noch irgendwelche Zeitungen hier umeinander? Hä? Watson. Aha, Watts. Okay. Ich denke, vielleicht drucken Sie sie aus. Okay. Was haben wir da noch gehabt? NZZ? Ja, fragen wir doch mal, wer hier nicht alles NZZ abonniert? Okay. Wer hat alles den Tagi abonniert? Okay. Allgemein, hat jemand mehr als zwei Zeitungen abonniert? Also drei? Sagen wir, hat jemand drei Zeitungen abonniert? Okay. Ah, der Herr hat sogar noch eine dritte abonniert. Vier Zeitungen abonniert? Jemand? Dort? Okay, oh, heute haben wir Leute, die fünf Zeitungen abonniert haben. Sie haben fünf Zeitungen abonniert. Oder sogar noch mehr. Haben Sie sechs Zeitungen abonniert? Sieben? Eine kriege ich ungefragt. Ach so, welche? Die Weltwoche. Ach so. Und sonst haben Sie welche Zeitungen abonniert? Tagi, NZZ, Beobachter und Die Zeit. Okay. Das sind doch vier, oder? Aha, die fünf, die... Ach so, ich dachte, die sechs. Okay. Und die lesen Sie alle auch? Fast, ja. Okay, ich habe nur gedacht, vielleicht gehört Ihnen ja einfach ein Beiz, aber okay. Nein. Und Sie sind auch selber nicht Schurni? Aha, okay. Das gibt es sonst nie. Okay, als Schurni haben wir allgemein Schurnis anwesend heute, einfach nur für den Notfall. Okay, doch einige. Sehr gut. Herzlich willkommen, dass auch Sie mal im Theater sind. Dann möchte ich gerne fragen, wer da innen hat denn schon mal ein Zeitungsabo, gekündigt? Ja, ich wollte deine Zeitung nicht mehr. So. Gut. Sonst noch Kündigungen? Wer hat alles gekündigt? Wieso haben Sie damals ein Zeitungsabo gekündigt? Wissen Sie das noch? Das ist ganz frisch. Die FAZ ist nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass die Zeitung am Morgen spätestens am 8. Uhr im Briefkasten ist. Und dann habe ich drei Monate lang reklamiert. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ich gebe nicht 560 Euro aus für eine Zeitung, die ich dann doch nie lese, weil ich dann erst am Abend herkomme. Okay, das ist mal ein guter Kündigungsgrund. Den haben wir ehrlich gesagt noch nie gehabt. Und wir haben schon sehr viele komische Sachen gehört. Sonst noch Kündigungsgrund? Wieso haben Sie damals Ihre Zeitung gegründet? Es war eine Tageszeitung und ich war immer hinten drin. Das hat mich so gestresst, dass ich sie abgestellt habe. Und jetzt haben Sie eine Wochenzeitung? Ja, ich lese am Sonntag Sonntagspress quer durch. Okay. Gut, sonst noch Kündigungsgründe? Ich wollte eure Zeitung nicht mehr! Ja, ich habe gesagt, dass ich eure Zeitung nicht mehr will, dass ich eure Zeitung nicht mehr in meinem Briefkasten will. Ich habe einen Kleber an meinem Briefkasten. Ich will, dass ihr den Kleber beachtet. Ich will, dass ihr meinen Willen achtet. Ich will, dass ihr meinen Briefkasten in Ruhe lässt. Ich will eure Zeitung nicht mehr. Verzicht auf eure Zeitung nicht. Ich will eure Zeitung nicht. Nicht mal geschenkt. So.
Okay. Das halbe Leben lang habe ich eure Zeitung abonniert. Schon meine Eltern haben eure Zeitung abonniert. Mit dieser Zeitung bin ich aufgewachsen. Mit dieser Zeitung habe ich lernen, Zeitung lesen. Zu einer Zeit, wo Zeitung lesen etwas war, wo jemand gesagt hat, wenn jemand Zeitung gelesen hat, hinter einer Zeitung stecken, gescheit den Kopf, die Zeiten sind vorbei. Ja, der Leser ist nicht mehr der Leser. Der Leser ist jetzt der User. Ja, genau, die Zeiten vom Lesen sind vorbei. Ich habe das Vertrauen in eure Zeitung verloren. Ich habe das Vertrauen in alle Zeitungen verloren. Es waren noch andere Zeiten, in denen man einen Zeitiger trauen konnte. Wo man gesagt hat, wenn etwas in der Zeitung gestanden ist, du, steht der Zeitung schwarz auf weiss. Wenn etwas in der Zeitung gestanden ist, hat man schwarz auf weiss können lesen. Heute gibt es keinen Grund mehr zu sagen, steht der Zeitung. Wenn heute etwas in der Zeitung steht, dann gibt es einen Grund, warum es dort steht, wie jemand dafür gezahlt hat. Wie jemand will, dass die Geschichte so in der Zeitung steht. Und zu wenig Leute dafür zahlen, dass in der Zeitung Geschichten stehen können, die niemand dafür gezahlt hat, der Zeitung lügt wie gedruckt. Der Leser hat gelesen, der User aus. Ja genau, solche Zeitungen will ich nicht. Solche Zeitungen lese ich nicht zum Kaffee am Morgen. Solche Zeitungen lese ich vielleicht noch am Tram und am Bus, wo sie gratis rumliegen. Wo ich weiss, dass sie keine Zeitungen, sondern gratis Zeitungen. Wo jemand dafür gezahlt hat, dass sie gratis im Tram und am Bus rumliegen. Nämlich wir alle, die Produkte kaufen, die in diesen gratis Zeitungen beworben werden. Aber auch die gratis Zeitungen leben nur noch auf Zeit, wie wir unsere Informationen sowieso gratis haben. Und live können dabei sein, weil uns die News in Echtzeit auf das iPhone gespielt werden. Wo wir zuschauen und hören, mitlesen und kommentieren und nicht müssen warten, bis uns am nächsten Tag in der Zeitung jemand die Welt erklärt. Wir brauchen die Welt nicht mehr erklärt zu haben. Wir wissen schon, dass wir sie nicht verstehen. Aber das soll die nicht verstehen, die am nächsten Tag in der Zeitung so tun, wie wenn sie sie würden verstehen in ihren Kommentaren. Wir kommentieren lieber selber. Und sie ist gewöhnt, dass unsere Kommentare auch kommentiert und geliked werden. Und wir als User befragt werden dazu, was unsere Bedürfnisse als User. Der Leser ist der, wo wir nichts über ihn gewusst haben. Ja, genau. Der User ist der, wo wir alles über ihn wissen in der Zukunft. Ja, da könnt ihr die Zeitungen nicht mehr mithalten. Die Zeitungen, die nicht mehr wissen, wie ihr euch finanzieren sollt. Nachdem sich die Aktionäre dumm und dämlich euch verdient haben. Nachdem die Inserenten davon gelaufen sind, die Werbung abgewandert ist ins Internet, die Abonnentinnen und Abonnenten wegsterben. Da könnt ihr nur noch zur Kenntnis nehmen, dass ihr eure Funktion als integrierte Plattform verloren habt. Dass ihr euch aufgelöst habt in unzählige desintegrierte Plattformen. Und von unzähligen desintegrierten Plattformen seid abgelöst worden. Dass ihr das Zeitliche gesegnet habt. Und während schon ihre Zeit verbringen mit Redigieren von Texten, die ihnen Agenturen geliefert haben und Interessensgruppen mit zahlten Beiträgen, die sie als Storytelling multimedial aufbereiten können, schiessen PR-Agenturen aus dem Boden, bauen Marketingabteilungen aus, wechseln schon ins Zeiten vom schlecht zahlten Job, der frustriert, zum gut zahlten Job, der ebenfalls frustriert. Und während die Ratten also zinkende Schiffe lassen, kommen die Heuschrecken, machen alles zu Geld, das noch irgendetwas wert ist, verschleudern die Liegenschaften, reissen sich die Marke unter den Nagel, für den Namen von der Qualität, wo die Marke mal dafür gestanden ist, ideologisch Tierfutter zu produzieren, für Schaf, Epi, kein Schaf. Okay, wer ist auch kein Schaf? Nein, wenn man so schnell... Was ich in meinem Leben Zeit verbracht habe mit Zeitung lesen. Es hat Zeitung gegeben, habe ich 3 oder 4 Stunden am Tag Zeitung gelesen. Ich war süchtig nach Zeitungen. Ich habe 3 oder 4 Tageszeitungen abonniert. Ich habe Zeitung gelesen wie andere Bücher. Wie andere heute noch können sagen, welche Bücher sie gelesen haben. Ich kann nicht nur noch sagen, dass ich Zeitung gelesen habe. Aber ich könnte nicht mehr sagen, was alles in diesen Zeitungen gestanden ist. Heute lese ich keine Zeitung mehr. Heute lese ich 3 oder 4 Stunden am Tag Facebook und Twitter. Wo die besten Artikel aus allen Zeitungen der Welt verlinkt sind. Gratis. Empfohlen von Followers, die ihnen folgen, wo ich weiss, dass ich ihnen trauen kann. Ich weiss, dass ich damit nur Facebook und Google zudiene, wo meine Spuren im Netz auswerten und vermarkten. Ich weiss, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Aber lieber ein Pakt mit dem Teufel als eure Zeitung in meinem Briefkasten. Ich lese eure Zeitung nicht mehr. Ich lese keine Zeitung mehr. Ich bin therapiert. Okay, danke schön für den kleinen, knackigen Beitrag. Dann fragen wir doch mal nochmal in die Runde, wem geht es so ähnlich? Wer hat keine Zeitung abonniert? Okay. Sie haben keine Zeitung abonniert. Okay. Das können wir ja gerade mal schnell allgemein fragen. Wer war ganz grundsätzlich bereit, für einen Online-Artikel Geld auszugeben? So ganz grundsätzlich bereit. Okay, wer macht es denn wirklich? Okay. Darf ich an der Stelle kurz Vertrauensfrage stellen? Vertrauen Sie unserem Mediensystem? System. Ich weiss, dass ich dem, was ich lese, nicht trauen kann. Ich kann nicht allem trauen, was ich lese, aber allem misstrauen kann ich auch nicht. Ich muss dem, was ich hier lese, trauen können, damit ich dem, was ich dort lese, misstrauen kann.
Ich muss darauf vertrauen, dass es Sättige gibt, die ich ihnen trauen kann und andere, die ich ihnen misstrauen muss. Ich muss schauen, wer mir was empfiehlt, wer dahinter steht. Aber ich kann nicht bei allem sehen, wer dahinter steht. Bei vielem steht nicht, wer dahinter steht. Oder ich überlese so viele Namen, die stehen, sagen mir nichts. Aber kann ich wirklich allem trauen, was mir jemand empfiehlt, den ich ihm trauen kann? Nein. Und muss ich wirklich allem misstrauen, was mir jemand empfiehlt, den ich ihm misstrauen? Nein. Kann nicht auch jemand, den ich ihm misstraue, mir etwas empfehlen, das ich ihm trauen könnte? Doch. Und kann nicht jemand, den ich ihm traue, mir etwas empfehlen, das ich ihm misstrauen muss? Was? Also, ich weiss, dass ich dem, was ich lese, nicht trauen kann. Aber warum soll ich denen trauen, die sagen, dass ich dem, was ich lese, nicht trauen kann und dass alles anders ist? Nämlich so, wie sie es sagen und dass das die Wahrheit ist. Dass man die aber nie lesen kann, die Wahrheit, weil sie niemand schreibt. Warum soll ich denen trauen? Nur weil sie sagen, dass ich dem, was ich lese, nicht trauen kann und ich ja weiss, dass das die Wahrheit ist. Und warum soll das, was man nie lesen kann, nur weil man es nie lesen kann, die Wahrheit sein? Und ist nicht das, was man angeblich nie lesen kann, das, was man überall liest und was überall steht, dass man es nie lesen kann? Und warum soll das, was von sich selber sagt, dass es die Wahrheit sein? Und warum soll ich denen trauen, nur weil sie mir nicht zutrauen, dass ich weiss, dass ich dem, was ich lese, nicht trauen oder mit leben kann? Ich lese viel, ich lese alles. Ich lese alles nicht fertig. Ich fange viel an zu lesen. Ich lese hier und lese dort. Ich schaue, wer mir was empfiehlt. Ich schaue, wer dahinter steht. Ich fange viel an zu lesen. Ich scrolle weiter. Ich like, ich empfehle, Wir liken, wir scrollen, wir empfehlen, wir liken, wir scrollen, wir liken, wir empfehlen. Sag mal, was ist eigentlich bei euch los? Was, wieso? Hm? Habt ihr den Artikel gelesen? Welchen Artikel? Von eurem Chef. Für die Leitartikel von unserem Chef sind wir nicht verantwortlich. Ja, aber du hast ihn gelesen. Was wusstest du, dass die liberale Sicht so denken? Das ist nicht liberal, das ist Rechtspopulismus. Das ist nicht Rechtspopulismus, das ist sogar eher links. Links? Ja, muss man genauer lesen. Eine gewisse Meinungsvielfalt schadet der Zeitung nicht. Und wo sind die anderen Meinungen? Es kommen auf jeden Fall auch andere Meinungen zu Wort. Aber nicht auf der Titelseite. Du überschätzt dich, du Seite. Es ist doch einfach bezeichnend für das, was bei euch passiert. Was? Was passiert denn? Dass ihr immer weiter nach rechts außen driftet. Wir sind noch nie ein linkes Blatt gewesen. Ja, aber ihr hattet mein intellektuelles Niveau, das über rein Meinungsjournalismus hinausgeht. Sehst du aus, Linki? Es ist doch, du kannst doch nicht bestreiten, dass bei euch hinter den Kulissen etwas passiert. Dass es Interessen gibt, die Zeitung neu zu positionieren, politisch. Die hätte es immer gern. Ja, sonst würde auch einer wie der nicht Chefredakteur. Ja, das kann man natürlich so sehen. Ich frage einfach, warum ihr für so eine Zeitung überhaupt noch arbeiten könnt. Solange ich geschrieben, was ich will, bisher ist nicht ein Artikel von mir zurückgehalten worden. Ja, von dir habe ich auch lange nichts gelesen. Klar haben wir gerne wieder Diskussionen, die gibt es in jeder Redaktion. Aber dass mal ein Artikel nicht erschienen wäre, hätte es nie gegeben. Aber warum gebt ihr dem eine halbe Seite, wo der sich ausbreiten kann? Wenn die Fakten falsch sind, muss man sowas machen. Die Fakten sind gar nicht falsch, das bestreitet er auch gar nicht. Er geht auch nicht wirklich auf die Kritik ein. Er schreibt nur wieder eine halbe Seite Propaganda. Er ist in diesem Artikel namentlich angegriffen. Ja, er ist eine öffentliche Person, den kann man namentlich angreifen, ohne dass man ihm eine halbe Seite geben muss. Was ist eigentlich dagegen, wenn Beitstandpunkt zu Wort kommen? Der Artikel ist doch erschienen. Er kommt überall zu Wort, kann sich zu allem äußern mit seinen Lügen, falschen Fakten und niemand bekommt eine halbe Seite, um ihm zu widersprechen. Dann schreib du doch wieder mal etwas. Ja, schreib du doch eine Glosse und wir schauen dann, dass sie erscheint. Ich schreibe bestimmt keine Glosse, damit ihr sagen könnt, wow, Tabuthema löst Reaktion aus. Du weißt du was, das ist echt dein Problem. Die ganze Zeit jammerst du rum, dass du nicht zu Wort kommst und wenn man dir die Möglichkeit gibt, ja, Platz einräumt, dann machst du einen Rückzieher. Was die Partei auf ihren Plakaten und Prospekten druckt, ist rechtsextrem und wird von den rechtsextremen Parteien europaweit kopiert. Das, was du machst, ausgrenzen, macht es auch nicht besser. Ich grenze ihn aus, weil ich frage, warum ihr zu seinem Geburtstag ein ganzseitiges Interview bringt. Er ist halt eine wichtige Person von der Zeitgeschichte. Er ist eine wichtige Stimme. Das ist ein rechtsextremer Politiker, ja, oder? Ja gut, wenn du 30% der Bevölkerung als rechtsextrem bezeichnest, ja. Nur weil es 30% sind, sind sie deswegen nicht rechtsextrem? Die meisten in dieser Partei sind nicht rechtsextrem. Da gibt es vielleicht extreme Flügel, okay. Ja, die meisten vertreten bürgerliche Anliegen und die jetzt einfach alle pauschal als Extremisten zu bezeichnen, ist einfach. Ihr macht ihn wichtig, weil ihr ihn zu allem befragt. Zu allem kann er sich äußern, auf allen Kanälen, unwidersprochen. Das höre ich jetzt seit 30 Jahren. Ja, das macht ihr auch seit 30 Jahren. Und du gehst, habe ich gehört. Was soll das?
Haben Sie dir gekündigt? Nein, ich habe gekündigt. Das ist mir wichtig. Hier herrscht ein Klima. Ein bisschen jetzt links. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Eher eine Frage von Stil, unterschiedliche Auffassung von Journalismus. Hast du dich gar nicht gewehrt? Ich schreibe jetzt meinen Roman. Oh, wow. Roman? Und gehst du stempeln? Nein, das kann sie ja gar nicht. Ich habe ein halbes Jahr. Danach muss ich halt schauen. Du wirst ein halbes Jahr bezahlt? Ja. Aber du hast von dir aus gekündigt? Ja. Wie hast du das fertig gebracht? Das ist mein Geheimnis. Sind die Medien wirklich so unzuverlässig? Müssen wir wirklich so sehr zweifeln an der Richtigkeit der Informationen, die wir vermittelt bekommen? Ist es wirklich so schrecklich, wie wir das alle im Moment uns vorstellen? Ich meine, wir lesen alle Zeitungen, wir gucken Fernsehen, wir hören Radio. Ich würde für mich und von mir sagen, dass ich mich nicht falsch informiert fühle. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einer grundsätzlichen Verführung zum Glauben von falschen Meinungen aufsitze, sondern habe immer das Gefühl, dass ich einerseits vergleichend mir ein eigenes Bild von den Dingen machen kann und dass ich zweitens auch einen relativ deutlichen Qualitätsstandard habe. Also mein Qualitätsstandard oder mein Qualitätsanspruch ist zum Beispiel, dass ich gerne Radiosendungen höre oder Zeitungsartikel lese, bei denen ein gewisses Maß an Ambivalenz immer noch mitgepflegt wird. Also wenn ich eindeutige Meinungen lese oder höre, dann klinke ich mich aus. Also sozusagen, Sie misstrauen dem Eindeutigen? Ja, ich glaube dem, der nicht den Versuch macht, mir eine eindeutige Meinung unterzujubeln. Ja, das ist, glaube ich, für mich entscheidend. Das ist bei mir anders. Ich mag es schon sehr gerne, wenn ich eine klare Haltung präsentiert bekomme und eine Position. Weil entweder kann ich mich damit identifizieren oder ich kann mich daran reiben. Und in beiden Fällen, also besonders im zweiten Fall, entsteht daraus doch irgendwie Wärme. Das regt an, da kommt Energie bei raus. Das, finde ich, ist eigentlich die Inkarnation von demokratischer Information, dass man sich als Individuum, als aufgeklärtes, selbstständiges Individuum die Dinge sucht und dann sagt, ich übernehme keine Position, weil ich habe eine eigene. Und die bildet sich aus dem, was ich gehört, gelesen und gesehen habe. Und so bildet sich eine eigene Meinung. Meinungen sind ja im Moment sozusagen sehr en vogue. Meinung ist auch die billigste Ware. Also man hat eine Meinung zu China oder zur Homo-Ehe oder zu irgendwie Kinderaufzucht. Kinderaufzucht, selbst wenn man davon keine Ahnung hat und weit entfernt ist. Und es war ja schon immer das Paradox, dass die angesehenste Artikelsorte, der Leitartikel und die am meisten verachtet wurde, der Leserbrief, eigentlich aus dem gleichen Stoff bestehen. Ja, das kann man schon so sehen. Wobei es gibt einen Unterschied. Die einen haben die Meinungshoheit und die anderen eben nicht. Deshalb sind die Leute, die so viele Meinungen äußern im Internet, ja auch so verzweifelt, weil sie dauernd schreiben und nicht gehört werden, weil ihre Machtposition null ist. Na, das wäre aber nicht meine Interpretation. Unter Meinung verstehe ich das Ergebnis eines argumentativen Prozesses, den ich entweder mit anderen Menschen oder innerhalb meines eigenen Denkens haben kann, der natürlich von Fakten gespeist wird, der zu einem Ergebnis kommt, das sozusagen solide in der Abwägung von unterschiedlichen Argumenten, die zu einem Thema auf dem Tisch liegen, dann eine Position entwickelt. Ich glaube, das ist keine Massenware, das ist sogar sehr, sehr mühsam, eine solche Meinung zu produzieren. Und davon wünsche ich mir gerne mehr. Vielleicht ist der entscheidende Punkt auch der, ob die Meinung einfach sofort geäußert wird oder ob sie das Resultat von einer Argumentation, wie Sie gesagt haben, ist, von dem Einholen von verschiedenen, vielleicht sogar auch divergierenden, widersprüchlichen Informationen. Vielleicht sogar auch, wenn derjenige oder diejenige, die schreibt, klarstellt, ich beschreibe hier jetzt eine Position, die mir eigentlich gar nicht liegt, aber ich habe mich jetzt so und so viele Monate mit dieser Situation auseinandergesetzt und ich präsentiere euch hier jetzt das Ergebnis.
Also das wäre so einfach der eine Punkt, den ich sagen wollte, dass es doch auch damit zu tun hat, zuzuhören, was jemand, dessen Meinung man nicht vertritt oder dessen Position man nicht vertritt, zu sagen hat, um sich dann zu überlegen, wie könnten wir einen Raum dazwischen finden. Hör damit! So, hier hoch! Noch eine steht! Ja, einfach! Los, wird schon! Danke! Komm mal! So, zurück zur Vertrauensfrage. Wir haben ja gesehen, dass doch einige hier innen noch ein richtiges Zeitungsabo haben. Von denen, die hier noch ein Zeitungsabo haben, wer vertraut seiner Zeitung? Mhm. Fragen wir mal hier oben. Sie haben sich auch gemeldet. Darf ich Sie fragen, woher nehmen Sie das Vertrauen in Ihre Zeitung? Können Sie das irgendwie beschreiben? Ja, relativ einfach. Ich kenne recht viele Leute, die dort arbeiten und traue denen zu, dass die mit einer gesunden und seriösen Arbeitshaltung eigentlich das angehen, was sie machen. Okay. Was muss passieren, damit Sie das Vertrauen in eine von diesen Zeitungen verlieren, ausgenommen von der einen? Dezidierte Falschmeldung oder Propaganda oder Meinungsmache. Ja, so. Und an was würde sie es jetzt festmachen, indem sie eine andere Zeitung aufdeckt? Oder sie selber vielleicht, sie sind ja auch Journalist. Oh, gute Idee, ja. Ja, also der Tagesanzeiger, der nennt sich ja die unabhängige Tageszeitung der Schweiz. Herr Seibt, darf ich mich kurz neben Sie setzen? Sie haben selber lange beim Tagi geschafft, also was ist das, eine unabhängige Tageszeitung? Ist das einfach ein guter Slogan? Ich glaube, unabhängig heisst, ursprünglich ist mal keiner Partei zugehörig. Ja, das heisst, man ärgert alle. Und mit der Zeit ist es eigentlich dazu geworden, dass es eine sehr grosse Tageszeitung geworden ist. Also der Tagi hat ungefähr die Größe und die Schwerkraft von einem Planet gehabt. Von einem kleinen Planet, aber von einem Planet. Von einem kleinen Planet, aber der von außen praktisch abgeschlossen war. Und dann war auch nicht mehr klar, zum Beispiel, wer hat eigentlich das Sagen beim Tagi. Also der Chefredaktor, die Ressortchefs, irgendwie haben alle möglichen Leute hunderte von tausenden von Entscheidungen täglich getroffen. Und davon sind die ganz wenigsten zentralisiert gewesen. Das heisst, hat immer mal wieder Politiker gegeben oder andere Leute, die gedacht haben, dass an gewissen Tagen die ganze Redaktion vom Chefredakteur bis zum Volontär grinsend da sitzt und sich denkt, heute ignorieren wir genau das. Ja. Dabei ist das einfach nur in die Masche gefallen. Ja. Das heisst, wir sind einfach viel zu schlecht organisiert gewesen, um irgendeine Verschwörung zu machen. Und heute ist das schon fast gar nicht mehr möglich. Also wir machen die schnellen News mit 20 Minuten. Das Bundeshaus kommt vom Bund, das Ausland und jetzt grosse Teil von der Wirtschaft kommt von der Süddeutschen. Wirtschaft ist mit der Basler Zeitung noch gekoppelt. Die hinteren Bühnen sind mit der Sonntagszeitung gekoppelt.
Das Magazin ist mit Berner und Basler Zeitung und gedruckt wird mit NZZ. Das heisst, der Laden ist gar nicht mehr verschwörermäßig organisierbar, sondern dort regiert eigentlich der Zufall. Die Frage ist noch weniger, von wem sind wir abhängig, sondern was für Identität hat man dann als Blatt noch. Okay, sind denn die Zeiten früher noch besser gesehen? Also ist das mit der Unabhängigkeit früher noch alles viel besser gelaufen? Ich glaube, also wenn ich höre, was meine Redaktionskollegen jeweils erzählt haben, von der guten alten Zeiten, wo man teilweise noch für das Magazin nach New York geflogen ist, First Class, dort ein Interview gemacht hat, sich dann 3 Tage von der Anstrengung erholt hat in New York, dann zurückgeflogen ist und dann hat man erst angefangen, langsam, in einem langsamen Prozess das Interview zu tippen. Dann war früher vor allem viel mehr Geld da gewesen. Das sind tolle Zeiten gewesen. Ich habe sie leider nicht wirklich erlebt, aber sie sind legendär. Aber es war die letzten 10, 15 Jahre vom Internet sind die fettesten Zeiten gewesen für die Zeitungen. Also man hat immer noch neue Bünde entwerfen müssen, um die Inserate unterzukriegen. Und ich glaube, der Tagi hat damals eine Umsatzrendite von 70% gemacht. Da ist die Deutsche Bank ein Waisenknabe dagegen. Und wo die Zeitungen immer fetter geworden sind, hat sich natürlich kein Mensch eigentlich darum gekümmert, was wir zum Teufel wir jetzt genau machen und was da drin steht. Und dann ist die Krise gekommen und Panik und Abbau und erst wird das Fett weggeschnitten und dann die Muskeln und die Blutbahnen. Und da überlegt sich auch kein Mensch mehr, was wir zum Teufel eigentlich machen. Also insofern sind wir eigentlich unabhängig gewesen, weil wir gar keine Gedanken hatten, von wem wir abhängig werden sollten, außer wie sich herausgestellt hat, von der kleinen Inserat. Okay, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. So eine Journalist oder Journalistin ist in der Redaktion. Wie könnte denn so eine Einflussnahme aussehen? Also wie kann sich die auf den Journalist oder auf die Journalistin auswirken? Wie muss man sich das vorstellen? Also höchst selten. Also im Grunde nur die Haupteinflussnahme ist schon, dass man dir sagt, jetzt schreib nicht länger und jetzt gib das Ding endlich mal ab. Also das sind eigentlich harmlose Einflussnahmen. Die schlimmste Einflussnahme ist, glaube ich, dass jede Zeitung so etwas wie eigene Routinen, eigene Ton, eigene Groove hat, wo man mit der Zeit, also am Anfang sind die irgendwie die Stilblüte ausgerissen worden, aber auch alles andere und dann ist Rasen abpflanzt worden und du hast verlässliche, routinierte Ware geliefert. Ich glaube, das Schlimmste ist gewesen, dass am Schluss, egal was vorne die Nachricht war oder die Reportage, am Schluss hat alles ähnlich gelungen. Und das ist Corporate Identity gewesen, die Identität, die ich vorher vermisst habe und eigentlich jetzt doch nicht vermisse. Also es gibt nicht so viel Einflussnahme. Von Zeit zu Zeit ist irgendjemand stinksauer und läutet an. Und wenn man einen guten Chefredaktor hat, wir haben einen aus der FDP, der ist grossartig gewesen. Da ist irgendjemand reingekommen, hat irgendwie gekocht vor Wut. Der hat ihn begrüßt, begeistert, ihm zugelassen, sich praktisch verliebt in ihn gezeigt. Der andere ist rausgegangen und hat das Gefühl gehabt, er hat den Chefredaktor tief beeindruckt, während der Chefredaktor sofort zum nächsten interessanten Kaffee mit der nächsten interessanten Persönlichkeit gegangen ist. Der ist gut gewesen. Wir haben dann einen Ex-Linksradikalen gehabt, der hat praktisch alles durchgewunken. Du hast sofort eine Gegendarstellung, ein Interview oder so etwas gekommen. Aber das war weniger eine Einflussnahme auf den Journalist, sondern dass einfach die Zeitung mit windelweichem Zeugs vollgemüllt worden ist. Herr Seibt, wir kommen später noch mal zu Ihnen zurück. Sie sind für die, die Herr Seibt nicht kennen, weil Sie vielleicht keine Zeitungen mehr lesen. Langjähriger Journalist bei der WOTZ, nachher beim Tagi und jetzt eben Mitbegründer von dem neuen Project R. Wir kommen später nochmal auf Sie zurück. For what is a man.
bin irgendwie immer ein bisschen davon ausgegangen, mein Cousin macht das dann. Also das mit der Zeitung. Aber der hat damals eine Professur angenommen. Also hat sich für mich die Frage gestellt, ob ich den Verlag übernehmen soll. Ich bin mit der Zeitung groß geworden. Bei uns in der Familie hat das Zeitungmachen immer eine Rolle gespielt. Aber am Anfang gab es ein ziemliches Machtvakuum mit meinem Vater. Ah ja? Ja, irgendwann hast du dann den Stift hingelegt und das Büro geräumt. Sohn, ich übergebe dir den Laden in einem guten Zustand. Schau, dass noch so deinem Sohn übergibst und der seinem Sohn und der seinem Sohn und so weiter. Ja, als man dann endlich hätte anfangen können zu arbeiten, ist mit 9/11 die Krise gekommen. Die Wirtschaft geht zurück, die Werbeeinnahmen brechen ein, der Trend zu immer mehr Gratiszeitungen, der ganze Strukturwandel weg von Print hin zu Online. Die Druckerei, die nur noch Geld gefressen hat, irgendwann ist klar geworden, dass wir das als Familie nicht mehr machen können. Dass wir das Geschäft verkaufen wollen. Wir haben uns damals für einen privaten Investor entschieden, nicht aus der Medienbranche. Die hatten uns zugesichert, die Zeitung als unabhängiges Medium zu erhalten. Ich habe mir gesagt, du musst auch ein bisschen an deine Angestellten denken, nach 60 Jahren Familientradition. Und die hatten uns versprochen, dass es keine Entlassung geben soll, fürs Erste. Naja, aber irgendwann musst du loslassen. Du kannst nicht verkaufen und das Gefühl haben, noch irgendwie Einfluss ausüben zu können. Wir haben noch Glück gehabt. Hätten wir länger gewartet, hätten wir nichts mehr dafür bekommen. Von dem her, no bad feelings for what is a man. So, grüß euch miteinander, grüß euch, grüß euch, grüß euch. Ich bin nicht politisch, das behaupten sie gerne, aber schaut mich an, gibt es an mir irgendetwas, was politisch ist? Gibt es nicht, hat es nie gegeben. Ich bin absolute Mitte, ich bin Wirtschaftsmann für Europa, für bilaterale Beziehungen, all das Zeug. Bei mir gibt es nie etwas Extremes. Mein Plan war, wir behalten die Zeitung einfach mit, damit wir den Brand haben, die Zeitung unabhängig, neutral. Und aus meinem Netzwerk hängen wir einen Bereich Sportmarketing an, Eventmarketing, Buchpublikationen, Ratgeber, Literatur und als besonderes Tool Social Media für die Jungen, ein multimediales Konzept, voilà. Wir heißen die Zeitung, nur noch die Zeitung, nicht Zeitung oder die Zeitung, Zeitung. Wir sind die Zeitung. Damit signalisieren wir Selbstvertrauen, Schlagkraft, den Anspruch, Leitmedium zu sein. Generell kommunizieren wir über die URL www.diezeitung.ch. Unser Markenname ist die Zeitung, ohne Anführungszeichen, in Versalien, mit Leerzeichen zwischen den Worten. Die Leerzeichen Zeitung. Die Zeilensprungzeitung geht nicht, das geht nicht. Gehört alles in eine Zeile. For what is a man? Ja, aber ich war noch nie einer, der lange in der Heim hocken konnte. Das hat meine Frau auch gewusst. Ich muss gegen etwas laufen. Also habe ich ihm Ding gesagt, Leute, ja, ihr wisst schon, wollen. Mit dem habe ich jemanden jetzt zu tun gehabt. Darum habe ich seine Nummer gehabt. Und ich gesagt, du los, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ob du hinter dem ganzen Zeug steckst. Aber wenn du mich kannst brauchen, ist das zur Verfügung. Ja, im Rat gemacht, bin ich zu einem zum Nähen der spartanischen Nacht. Du los. Ich helfe dir, du hilfst mir. Ich übernehme deine Holding für 1 Million. Im Gegenzug steckst du 4 Millionen in mein Unternehmen. Ich brauche dringend einen Kapitalaufstockungsdurchgang in Bankrott. Wir haben nicht alle fertig gegessen, schon sind wir uns einig gewesen. Und es war klar, ich habe freie Hand, volle unternehmerische Freiheit. Das Problem war, der Laden, also die Zeitung, war komplett unterkapitalisiert. Wir hatten 40 Millionen in Bilanz. Hätten wir die Druckerei zugemacht, hätten wir auf iTouch 51 Millionen müssen abschreiben müssen. Dann noch das Loch in die Pensionskasse. Nochmal 25 Millionen macht 76 Millionen. Ja, wir waren stehend K.O. Also habe ich gesagt, wir machen das so. Ich treibe nochmal 100 Millionen frisches Geld auf. Ich habe von 12 aus meinem Bekanntenkreis Zusage gehabt, dass ich mit je 3 Millionen einsteige. Sie? 36. Genau, 36 Millionen. Den Rest treiben wir mit Laseraktien auf. Wir machen aus dieser Zeitung eine Laserzeitung. Ja, mit diesem Plan bin ich zu ihm. Und dann, wie findest du? Ja, aber er ist Fuchsteufel aus Wildmorden. Ja, er will nicht verkaufen. Das war nie sein Plan. Ich soll sanieren. Ja, und dann hat er auf seiner Kollapsen bestanden. Er sagte, ja gut, wenn du das so machen willst, dann machen wir das so. Dann mach's halt selber, ich bin draußen. Ciao.
Schwierigkeit ist ja heute, sich zu fragen, wo steckt die Macht? Ja, wo ist sie überhaupt noch vorhanden? Von welcher Macht reden Sie, wenn ich fragen darf? Ich glaube sozusagen, dass in einer komplexeren Welt sehr viel mehr Leute, also genau wie die Chefs irgendwie von vielen Konzernen, sie gehen mit der Branche rauf, sie fallen mit der Branche, sie teilen die Euphorie und die Irrtümer ihrer Branche, etwa bei den Banken. Sie sind keine Schurken, sie sind eigentlich Schafe. Ja. Das heißt, die Macht, nach der Sie fragen, ist nicht mehr da und das ist das Problem. Die ist irgendwo ins Systemische, ins Fluide verschwunden. Ja. Und ich glaube, das ist der Grund für die Panik, der Grund für die Aggressivität und der Grund irgendwie für auch ein ziemliches Tohuwabohu in den Köpfen, und zwar zu Recht irgendwie. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber ansonsten bin ich einverstanden mit Ihnen. Und das ist Ihre zweite Frage eigentlich. Die Einflussmöglichkeiten der Politik sind in den letzten 20 Jahren dank der Regulierungstendenzen aller Orten extrem geschrumpft. Und wogegen die AfD aufsteht oder was die Trump-Wähler so unbedingt sehen wollen, ist die einfach sozusagen ganz abstrakt die Durchsetzungsfähigkeit von Politik als solcher. Na, da haben wir uns in den letzten 20 Jahren natürlich ein Zurücknehmen, ein Verschwinden von Politik geleistet und ein Glauben an Märkte, die wir dann immer in diesem wunderbaren, idyllischen Bild der anonymen Anbieter und der anonymen Nachfrage gesehen haben, als ob das nicht alles hochorganisierte Veranstaltungen wären. Durch diese idyllische Veranstaltung, der Markt wird schon richten, die Märkte werden es schon richten, haben wir gesagt, wir brauchen keine Politik mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Und die Leute sagen heutzutage, liebe Leute, da habt ihr euch verdammt nochmal sehr, sehr massiv geirrt. Durch diese idyllische Veranstaltung, der Markt wird schon richten, die Märkte werden es schon richten, haben wir gesagt, wir brauchen keine Politik mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Und die Leute sagen heutzutage, liebe Leute, da habt ihr euch verdammt nochmal sehr, sehr massiv geirrt. Liebe Leute, da habt ihr euch verdammt nochmal sehr, sehr massiv geirrt. Da habt ihr euch verdammt nochmal sehr, sehr... Oh. Auf der Welt leben 7,4 Milliarden Menschen. Im Internet gibt es 60 Billionen Websites. 3 Milliarden Menschen sind in sozialen Netzwerken aktiv. Davon 1,5 Milliarden auf Facebook. Google herrscht über den größten Datensatz in der Geschichte der Menschheit. Das allgemeine Vertrauen in die Medien ist im vergangenen Jahr um mehr als 15% gesunken. Zum ersten Mal vertrauen die Leute Suchmaschinen im Netz mehr als traditionellen Medien. 72% sagen, dass sie solche Zahlen glauben, wenn sie im Theater hören. 85% davon sagen, es komme auf die Schauspielerin oder den Schauspieler an, ob sie es glauben oder nicht. Oh, mit Wort können wir töten, sagt der Papst. Sagt wer? Der Papst. Ah, der Papst. Ja, der Papst. Aha. Ja. Geschwätz und üble Nachrede, Terrorismus. Wer sagt das? Das sagt auch der Papst. Der Papst? Ja, das ist der Papst. Ja, der Papst. Der Papst, der Papst. Ja. Er hat zu Unrecht diffamierte Person, ist für immer verloren. Und wer sagt das? Oh, der Papst. Ah, das ist schon der Papst. Der Papst, der Papst. Der Papst, der Papst. Es gibt wenig Berufe, die so viel Einfluss haben auf die Welt wie der Journalismus, sagt der Papst. Aha. Ah, jetzt. Das hat der Papst. Schon wieder der Papst. Ja, der Papst. Aha. Der Papst. Im Fluss von Kommunikation geht manches verloren. Sagt das der Papst? Der Papst, ja, genau. Der Papst, der Papst. Der Papst. Der Papst. Der Papst. Der Papst.
In der Grauzone, im Für und Wider von der politischen Debatte, sei es die Aufgabe des Journalismus, Klarheit zu schaffen. Sagt er, Der Papst? Der Papst, ja. Das ist auch der Papst. Hat's gesagt, der Papst hat das gesagt, ja. Genau das. Jawohl. Er hat's gesagt. Journalistinnen und Journalisten sollten nicht schreiben, wo sie im Grunde genommen wissen, dass es nicht stimmt. Das stimmt. Aha. Was sagt das? Ah, der Papst. Ah, so. Der Papst! Das ist doch der Papst. Ja. Hast du das gewusst? Ja, ja. Der Papst? Professionalität besteht darin, sich nicht den Interessen von Politik und Wirtschaft zu beugen. Sagt der Papst. Ja, das stimmt. Journalistinnen und Journalisten sollen sich nicht den Interessen von der Wirtschaft beugen, sagt auch der Papst. Ah, das ist auch der Papst? Ja. Aha. Ja. Also Journalismus ist ein Instrument vom Aufbau. Sagt der? Der Papst. Ah, der. Der Papst. Ja, schon wieder der Papst. Ja. Journalistinnen und Journalisten schreiben den ersten Entwurf von der Geschichte. Und wer sagt das? Der Papst. Ja. So. Ja. Ich möchte lieber in meiner Filterbubble bleiben. Sagt der Papst? Nein, sagt der Robbie Williams. Ich möchte mich entschuldigen. Noch nie haben wir Medien so eine Niederlage erleben wie in den letzten paar Wochen. Ich möchte mich für unsere Niederlage entschuldigen. Entschuldigung. Ich möchte mich auch entschuldigen. Wir haben die Wut vor der Bevölkerung falsch eingeschätzt. Wir haben sie nicht angemessen zum Ausdruck gebracht. Wir haben versagt. Sorry. Also ich möchte mich auch entschuldigen dafür, dass wir die Wut der Bevölkerung falsch eingeschätzt haben. Entschuldigung. Wenn die Leute einseitig informiert sind, wie sie nur einseitige Informationen bekommen, ist das unsere Schuld. Die Schuld der Medien. Es ist unsere Aufgabe, angemessen zu informieren und umfassend. Ja. Ich möchte mich entschuldigen, dass das unsere Schuld ist. Es ist nachvollziehbar, dass sich die Leute von uns abwenden, wenn sie bei uns für das, was ihnen nicht passt, müssen zahlen, wenn sie nebenan das, was ihnen passt, gratis bekommen. Ich möchte mich entschuldigen, dass das unsere Schuld ist. Entschuldigung. Also ich möchte mich auch entschuldigen. Es ist wahr, wir haben manche Politiker nicht ernst genommen. Und wir haben so getan, als wären wir erstaunt darüber, dass es Leute gibt, die solche Politiker ernst nehmen. Und dafür muss ich mich natürlich entschuldigen. Ich möchte mich auch noch entschuldigen. Wir haben auf der normativen Kraft vom faktischen bestanden und nicht gemerkt, dass die faktische Kraft vom normativen entscheidend ist. Und sorry for that. Entschuldigung, wir haben die Zukunft falsch vorausgesagt. Wir haben Umfrageergebnisse vertraut, die später wieder leid wurden. Entschuldigung, dass wir die Zukunft falsch vorausgesagt haben. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, wir sind arrogant gewesen. Wir haben die für arrogant gehalten, die uns für arrogant gehalten haben. Und das ist halt arrogant und darum werden wir uns dafür entschuldigen. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass die uns für arrogant gehalten haben. Entschuldigung. Ich möchte mich einfach entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass wir mit unserem Verhalten das Vertrauen in die Medien untergraben haben. Wir haben die bestätigt, die wir als Medien gar nicht mehr erreichen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja, dann möchte ich mich auch nochmal entschuldigen. Wir haben uns geirrt. Man darf sich irren, natürlich. Aber härter und unangenehmer ist für uns die Erkenntnis, dass wir die Medien überhaupt nicht mehr entscheidend sind. Entschuldigung. Entschuldigung, dass wir nicht mehr entscheidend sind. Sorry. Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass wir angezählt sind. Möchte sich sonst noch jemand entschuldigen? Herr Voigt? Hat Journalismus ein Problem und wenn ja, was für eins? Dass sich alle entschuldigen. Also Journalismus hat das Problem, aber der hat eigentlich schon immer Probleme gehabt. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Ich glaube, das Neue ist, dass wir nicht umgehen können mit der Situation, dass wir plötzlich viel zu viele Informationen haben, statt zu wenig. Das ist die ganze Wertigkeit, die dann plötzlich verschwindet.
Und durch das zu viel an Informationen passiert etwas, mit dem hat man eigentlich nicht können rechnen. Früher, weil es überlappt sich alles, man weiß nicht von was, irgendwie, was soll man glauben oder was ist wahr oder was ist wichtig. Und man informiert und informiert und informiert und erreicht aber das Publikum, das mit Ohnmacht reagiert. Ich glaube, die Handlungsunfähigkeit, das ist eigentlich so die gesamte Wolle, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, richtet sich gegen die Medien. Aber es ist eigentlich nicht einmal die Schuld des Journalismus, sondern wir haben einfach zu viele Informationen und wir machen viel zu wenig draus. Ich will das Beispiel sagen, der Vietnamkrieg, sagt man, ist eigentlich, und das ist der Ansporn von vielen Journalisten, war, ist mit etwa 3 Bildern gestoppt worden. Das ist das Mädchen, das da irgendwie quasi mit den Napalm, aus den Napalmbomben rausrennt. Das ist der Vietcong, der südkoreanische Polizeichef, der den Vietcong verschießt. Und das dritte ist etwa der Helikopter, der da irgendwie so über die Botschaft schwebt. Aufgrund von diesen 3 Bildern ist mehr oder weniger der Protest und die Empörung so gross geworden, dass man den Krieg gestoppt hat. Es hat so etwas geführt, man hat etwas gemacht. Und das Problem der Medien heute, und das ist der Zirkelschluss, ist eigentlich die Ohnmacht der Gesellschaft. Die Medien können nichts mehr machen. Wir sind in dieser Diffusion. Das ist die gesamte Stillgelegtheit. Und das ist auch das, wo man, irgendwie so, man hat alles der Wirtschaft überlässt. Die Wirtschaft soll schon richten. Sie richtet es nicht. Wir müssen neue Wege finden, aber wir wissen nicht, wo suchen. Allerdings einzelne Artikel, also ein Reichweitenproblem hat der Journalismus ja nicht. Der einzelne Artikel erreichen ja nach wie vor vielleicht sogar mehr Leute als vorher, durch dass sie online sind. Das ist genau der Punkt. Es hat eigentlich wie zu viel, wo auf einem niederprallt. Man weiß gar nicht mehr recht, was anfangen mit dem Einzelnen. Und die Inhalte, die sind weiterhin gut. Ich finde auch, man muss ganz klar sehen, also wenn ich da ins Publikum schaue, das kann ich mal für sich schauen, wird dann zum Beispiel seine Tageszeitung aussehen vor 30 Jahren. Ich bin zum Beispiel im Aargau aufgewachsen, Aargauer Zeitung, trotzdem das Aargauer Tagblatt. Das war ein übles Kommunistenfresserblatt gewesen. Also da hat man gerade gar nicht gewusst, wenn man das gelesen hat, oder? Die Zeitungen sind heute eigentlich besser geworden, aber wir nennen es immer ganz anders wahr. Wir geben dem einfach kein so ein Gewicht mehr. Und das Problem ist, dass sich eigentlich das System kehrt. Also quasi, was bis jetzt funktioniert hat, ein paar Verlegerfamilien über die Produktionsmittel, die sie zur Verfügung haben, Druckmaschinen und die hohen Kosten, die sie dort haben können stemmen, haben sich dafür die Leistungen von grossartigen Journalisten erkauft und nebenher im Grunde noch den Meinungsbildungsprozess demokratierelevant mehr oder weniger gestaltet, mit ein paar irgendwie Einflussmöglichkeiten von links und rechts, meistens hinten von rechts. Aber es hat eigentlich funktioniert. Und das Ding funktioniert nicht mehr. Eigentlich braucht es, wir haben das Geschäftsmodell nicht mehr. Der Journalismus in der Zukunft wird kein Geschäft mehr machen. Man muss den anders organisieren. Und darum müssen wir eigentlich das System komplett neu denken. Wir brauchen ein anderes Verständnis, welche Infrastruktur das es braucht, damit neue Journalismus und neue Labels können entstehen können. Und das kostet eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel. Man muss nur bereit sein, das zu machen. Aber noch haben irgendwie die bestehenden Player, also vor allem die Verlagshäuser, sind die, die am meisten den Zukunftswandel verhindern, obwohl sie keine Zukunft mehr haben. Das ist das Dilemma des Journalismus. Und wenn man nochmal zum einfachen Leser oder zu der Leserin schaut, es haben sehr viele Zeitungen ja Abo-Kündigungen. Und gleichzeitig viele Online-Portale das Problem, dass niemand für ihre Inhalte zahlen will. Ist das nur die Überforderung oder gibt es da auch noch andere Gründe, wieso das so ist? Also es gibt schon ein paar verschiedene Sachen. Der Hauptgrund ist, das Zahlen war bis jetzt ein wahnsinnig sperriger Akt gewesen. Also ihr könnt quasi wie ein Haus mieten oder so etwas. Das ist fast ein gleich komplizierter Akt, wie wenn ihr einen Artikel für 1 Franken kauft und eure Kreditdaten und all das ganze Zeugs hinterlegt. Dort werden andere Sachen auf einem zukommen, wo das viel einfacher machen. Und dann zahlt es zum ersten Mal eigentlich quasi auf Qualität ein. Statt es gefällt mir, wische ich eines drüber und dann hat der Kunst die Seite, hat 1 Franken oder so etwas. Und das wird eine ganz neue Sache irgendwie ergeben. Das wird nicht alles zahlen. Aber der Punkt ist, warum zahlt man nicht und so, aber warum sollte ich zum Beispiel im Tagesanzeiger für einen Artikel zahlen, wenn ich weiß, dass der CEO im letzten Jahr 6,5 Millionen Franken verdient hat, oder? Also, die zahle ich sicher nicht. Wem zahle ich? Also, und da sind wir wieder in diesen ganzen Geschichten. Wo ist denn die Wertigkeit und die Unterstützung? Und das Problem jetzt ist, man hat das Gefühl, ja, das wird doch durch Werbung gezahlt etc. Werbung schafft aber auch sehr unglückliche Anreize, vor allem auch im Online-Journalismus.
Das kann man in dem Sinn ausgleichen, indem man bereit ist, quer zu subventionieren. Das Geld, das man verdient mit einem Katzenvideo oder so etwas, die Klicks oder so etwas, nimmt man und finanziert den, der über volkswirtschaftlich komplexe Themen drei Tage hockt und so weiter. Jetzt sagen aber die klassischen Verlagshäuser alle, ja nein, wir tun sicher nicht quer subventionieren, alles muss für sich funktionieren. Die klassische Werbefinanzierung, jetzt über die Aufmerksamkeit, die bestraft im Grunde den Aufwand und am Schluss macht eigentlich jeder eigentlich die Katzengeschichten. Und das ist sowohl Facebook als auch die klassischen Display-Werbungen, die schaffen einen sehr unglücklichen Anreiz in dem, was man wahrscheinlich Qualitätsjournalismus nennt, gegenüber. Herr Voigt, wir kommen zu Ihnen nochmal später zurück. Er ist langjähriger Chefredakteur bei 20 Minuten online. Und Chefredakteur und Gründer und allgemein Kopf von Watson gesehen bis letztes Jahr und jetzt mit diversen Projekten, die sich in Zukunft werden zeigen, unterwegs. Ja, heute Morgen lag Ihre Kündigung auf meinem Schreibtisch. Sie wollen unsere Zeitung nicht mehr, schreiben Sie. Unsere Zeitung entspreche nicht mehr Ihren Erwartungen, Sie hätten noch eine andere Zeitung. Welche Erwartungen Sie haben, schreiben Sie nicht. Welche andere Zeitung Sie haben, schreiben Sie nicht. Was unsere Zeitung mit dieser anderen Zeitung, die Sie angeblich noch haben, zu tun haben soll und ob diese andere Zeitung, die Sie angeblich noch haben, mehr Ihren Erwartungen entspricht, das schreiben Sie nicht. Sie schreiben nur, dass Sie unsere Zeitung nicht mehr wollen, dass Sie noch eine andere Zeitung haben und dass unsere Zeitung nicht mehr Ihren Erwartungen entspricht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie uns damit sagen wollen. Ja, wollen Sie uns sagen, dass Sie unsere Zeitung nicht mehr brauchen, weil Sie Zeitungen im Internet gratis lesen können? Oder wollen Sie uns sagen, dass Sie einer sind, der zwar gratis im Internet Zeitung liest, aber an eine Papierzeitung höhere Erwartungen hat und unsere Papierzeitung schon noch wollte, wenn sie Ihren hohen Erwartungen entsprechen würde? Oder wollen Sie uns sagen, dass wir selber schuld sind, dass Sie uns nicht mehr wollen, weil Sie als Qualitätsleser Anspruch an eine Qualitätszeitung haben und unsere Qualitätszeitung sich von den Gratiszeitungen im Internet qualitativ schon abheben müsse, wenn sie ihnen so viel wert sein soll, dass sie bereit wären, dafür zu zahlen? Also wollen Sie uns vielleicht dafür bestrafen, dass Sie selber mittlerweile einen großen Teil unserer Qualitätszeitung gratis im Internet lesen können, wo Sie vielleicht darauf achten, wer Ihnen einen Artikel empfiehlt, aber sicherlich keine Ahnung haben, woher dieser Artikel kommt, wer ihn recherchiert, geschrieben, geschweige denn finanziert hat. Wir nämlich zum Beispiel. Ja, dass wir uns also mit dem, was wir Ihnen da täglich gratis im Internet zur Verfügung stellen, selber kannibalisieren. Wollen Sie uns demütigen? Oder wollen Sie uns wachrütteln und uns sagen, dass Sie übrigens nicht der Einzige sind, der unsere Zeitung nicht mehr will, sondern dass es in Ihrem Bekanntenkreis viele Leute gibt, die genauso denken? Erwarten Sie, dass wir auf Ihre Kündigung reagieren? Dass wir Sie kontaktieren und fragen, was los ist? Oder wollen Sie uns einfach sagen, dass Sie täglich so viel Zeit im Internet und auf Facebook verbringen, dass Sie im Alltag überhaupt keine Zeit mehr haben, zwei Zeitungen zu lesen? Zumal Sie schon jetzt nur einen kleinen Teil der Zeitungen, die Sie gehabt haben, überhaupt gelesen haben. Ein Qualitätsleser liest im Schnitt 8% von seiner Qualitätszeitung. So, und diese 8% reichen Ihnen festzustellen, dass unsere Qualitätszeitung Ihren Erwartungen nicht mehr genügt. Super. Warum schreiben Sie das alles nicht? Ja? Warum schreiben Sie nicht, warum Sie einen einseitigen Brief an den Chefredakteur schreiben, wo Sie doch genau wissen, dass nicht der Chefredakteur für die Abos zuständig ist, sondern die Abo-Abteilung, bei der Sie Ihr Abo gekauft haben, ja? Die Ihnen jedes Jahr die Abo-Rechnung nach Hause schickt. Warum schreiben Sie keine neutrale E-Mail an diese Abo-Abteilung, sondern schreiben einen kryptischen Brief, eingeschrieben an den Chefredakteur? Ja, es ist etwa der Chefredakteur, der Ihnen persönlich das Abo verkauft hat. Was meinen Sie eigentlich, wer Sie sind? Sie Qualitätsleser! Der meint, er habe mit seinem Abo eine Zeitung finanziert, wie wenn wir von Abo-Einnahmen gelebt hätten. Ja, wenn wir von Abo-Einnahmen hätten leben wollen, dann hätten unsere Abos das Dreifache von dem kosten müssen, was unsere Abos gekostet haben. Wir haben als Qualitätszeitungsmacher nämlich nicht nur eine Qualitätszeitung gemacht, sondern wir haben gleichzeitig auch noch Geld organisiert, durch Werbung, durch Kleininserate, damit Sie, Qualitätsleser, für ein Drittel des Preises haben lesen können. Und kaum brechen unsere Einnahmen ein, weil die Werber und die Inserenten ins Internet abwandern und unsere ökonomische Basis schwindet, springen Sie, Qualitätsleser, auch noch ab! Anstatt einsichtig die Bereitschaft zu zeigen, einfach das Dreifache zu bezahlen vom bisherigen Preis, was angemessen wäre, dann könnten wir hier nämlich einfach so in Ruhe miteinander weitermachen.
Warum muss denn jetzt ausgerechnet die Information gratis sein? Okay, Entschuldigung, aber das Dreifache für seine Zeitung zahlen. Also, wer wäre bereit, sagen wir, der Tag kostet irgendwie 4,50? Dreimal, wer weiß, was dreimal 4,50? Sagen wir, etwa so viel wie ein Döner im HB. So viel für eine Zeitung zahlen. Also, sagen wir, 13,50 für seine Zeitung. Wer wäre bereit, das zu zahlen? Also ist denn jemand vielleicht der Meinung, dass die ganze Informationsaufbereitung heutzutage sowieso gratis zur Verfügung gestellt werden sollte? Und hier vielleicht jemand? Auch niemand. Okay. Aber auch nicht das Dreifache, würde sie also auch nicht zahlen. Okay. Hat denn jemand vielleicht einen Vorschlag, wie man jetzt könnte, also irgendein Finanzierungsmodell, eine Idee, wie man es vielleicht lösen könnte? Irgendwelche Ideen herum? Okay, ja, aber es ist auch mega schwierig. Es ist mega, mega kompliziert. Herr Voigt, ich weiß, dass Sie wahrscheinlich, das ist Ihr Job. Aber kommen Sie später nochmal zurück und Ihnen an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal zur Entspannung ein bisschen. Bisschen Musik. Warum nicht? Bisschen Musik! Wenn ich etwas beschreibe mit Faktum A, Faktum B, Faktum C, dann sagt mein Gegenüber, das stimmt nicht. Dann sag ich, es gibt aber 35 Studien, die das belegen. Dann sagt mein Gegenüber, die Studien lügen aber. Es hat nichts mit Medien zu tun, das gilt für Expertentum. Wir haben genug von den Experten, ist was, was einem entgegengeschleudert wird, egal ob man in Medien, in Universitäten, in Thinktanks, wo auch immer arbeitet. Wir wollen diese Experten nicht mehr. Ich finde, das muss einen wirklich umtreiben, ganz unabhängig von der reinen Medienfrage. Wo ist sozusagen das Selbstbewusstsein geblieben? Die Welt ist keine Scheibe mehr. Wir glauben aber inzwischen, oder viele glauben inzwischen, sie ist eine Scheibe. Und wenn ich eine Mauer um die Scheibe baue, dann fällt die auch nicht runter. Die Mauer, weil die Scheibe hält sie ja gerade. Welche Art von Wissen wird gegenwärtig global produziert, die für die meisten Medienkonsumenten offenbar so bedrohlich ist, dass sie in Bausch und Bogen abgelehnt werden muss? Ja, ich vermute ja, dass die Art und Weise des globalen Wissens, die ja ständig auf die Veränderung von Lebensweisen, auf die Bedrohung von für sicher geglaubten Karrierewegen, Bedrohung von Erziehungsstilen und so weiter hinauszulaufen scheint, dass diese Art des globalen Wissens offenbar eine immense Bedrohungskulisse für die Medienkonsumenten darstellt. Ja, und durch diese Bedrohung haben auf einmal die eigenen Fantasien und die persönliche Meinung den gleichen Stellenwert wie absolut beweisbare Fakten. Ich würde sogar noch mal ein Stück weiter gehen. Einfach nur die Fähigkeit, einem anderen zuzuhören, der nicht genauso spricht wie man selber, wird immer schwieriger für Menschen. Da ist immer weniger Bereitschaft, sich auch die Mühe zu machen, längeres Argument, komplexeres Argument, mehrere Positionen, die man erstmal zu hören bekommt, bis dann am Ende irgendeine Art Position oder Haltung sich herauskristallisiert. Das alles ist so anstrengend für so viele. Ja, weil es anstrengend ist. Man muss sich etwas mehr Zeit dafür lassen, die man vermeintlich nicht hat. Ich glaube, dass es auch wirklich komplizierter geworden ist. Wenn ich mir das alles faktisch aus dem Wissensfundus und Informationsfundus, aus dem ich dann einen persönlichen Wissensstand ableiten kann, heranziehen will und mir wirklich eine Meinung bilden will, das ist schon anstrengend. Ja, aber die Welt ist auch im guten Sinne komplexer geworden. Früher wurde die Welt von zigarrenrauchenden Männern in verqualmten Redaktionsbüros definiert. Also die wunderbaren goldenen Zeiten der amerikanischen Presse waren natürlich auch eine Zeit, in der es nur Journalisten gab. Und die waren auch alle noch dazu weiß. Und sie kamen alle aus einer bestimmten Schicht und kamen eigentlich auch von, sage ich jetzt mal, ich übertreibe ein bisschen, 10 Universitäten. Wurden von Frauen und Männern je nachdem angebetet, ja, ja. Und waren gesellschaftlich hochgestellt, ja. Wurden überall eingeladen. Aber es war eine homogene Gruppe, die irgendwie... Der Tagesanzeiger, also in Zürich, sieht auch immer noch aus, irgendwie sozusagen, wie ein Club zu der Zeit der Apartheid irgendwie in Südafrika. Ja, aber ich würde schon sagen, dass es heute eine Sensibilität dafür gibt, gerade wenn man eine Sachlage öffentlich diskutieren will, dass es nicht mehr ganz klare Fronten gibt, sondern dass man mit Widersprüchen leben muss, weil verschiedene Leute berechtigterweise, was ein Problem betrifft, ganz andere Haltungen dazu haben. Ja, aber diese Minimalkonstellation von ich und du, von was kann ich sagen und wer hört mir wann überhaupt zu und
von wem kann ich welche Auffassung eines möglichen Lebens übernehmen, die ist doch äußerst fragil geworden. Ja, wir wollen doch diese Figur erwischen, die sich da durch die Seiten klickt. Oder die sich auf der anderen Seite fragt, ja, was schreibe ich denn da jetzt eigentlich, wenn ich so einen Blogbeitrag schreibe? Das ist ja alles völlig uneindeutig. Ja, also auf welche Sätze kann ich mich in welcher Situation verlassen? Okay, drei neue Benachrichtigungen. Micha und Daniela gefällt mein Beitrag in der Kulturvereingruppe, neue Beitrag in der Fußballgruppe und Maria fragt, ob ich an ihrer Homeparty teilnehme. Danke nicht jetzt zurück zum Feed, ganz offen. Beobachter, gesponsorter Beitrag, das heißt, sie haben zahlt dafür, dass ich das sehe. Hilfreiche Antworten bei Rechtsfragen. Okay, merke, bei Rechtsfragen, Beobachter. Christoph postet wieder irgendwelche Clickbait-Scheiß. So ein Verschwörungstheoretiker postet immer hure komische Sachen, jetzt irgendetwas über Solarzellen. Okay, der Samuel postet einen englischen Artikel über den Trump. Keine Ahnung, was das für ein Blog ist, aber jetzt eh keine Geduld, um einen englischen Artikel zu lesen. Pst, schon wieder ein Trump-Artikel, der Heide im Weißen Haus. Wie lange jetzt wohl Trump-Artikel noch ziehen werden? Pst, die Leute, die mit ihren Algorithmen nicht klarkommen, beklagen sich ständig darüber, dass ihre Facebook-Feed nur Schrott anzeigen. Dabei sagt bekanntlich der klaffende Hund mehr über den Charakter vom Hundebesitzer als über den von ihm selber aus. Pst. Okay, Video von Marco, kann ich gar nicht anschauen, keine Kopfhörer. Pst, und so ist auch online. Wenn dir die Facebook-Feed nur Schrott anzeigt, ist es nicht so, wie Facebook nur aus Hundevideos besteht, sondern weil die eigene Hund wahrscheinlich einfach ein nerviges Scheißviech ist, du dir aber trotzdem nach einem herzigen Tierli sehnst und darum immer die verdammten Tiervideos anklickst. Logisch. Okay, der Samuel postet, nein, der Elias postet irgendeinen Artikel über die Clinton-Mails. Okay, zuerst mal das. Der Elias ist wohl nicht der Hellste und auch nicht ganz up to date. Jetzt irgendwas von wegen, dass Hillary den Syrienkrieg angezettelt hat als Gefallen für Israel. Okay, so einfach funktioniert die Welt wohl auch nicht. Was ist das überhaupt für ein Blog? Noch nie gesehen, ziemlich viel Werbung an der Seite, allgemein recht trashig. Risse ist geschrieben, Artikel, darunter Screenshot von der Clinton-Mail. Okay, ich könnte jetzt den Blog googlen, um herauszufinden, wer da überhaupt betreibt. Andererseits, Clinton-Mail könnte ja wirklich echt sein. Das könnte jetzt über Wikileaks überprüfen, aber das sind aber tausende Mails, wobei man glaube ich, nach Stichwort suchen oder sogar nach dem Datum. Und das Datum von der Mail steht ja da. Ja, und dann, selbst wenn sie das geschrieben hat, bedeutet das ja noch gar nichts. Es ist ja schlicht nicht so, dass Hillary den Syrienkrieg allein angezettelt hat. Wieso nenne ich sie eigentlich beim Vornamen Hillary? Okay, also ich muss jetzt die Information aus dieser Mail ja irgendwie in einen Kontext können stellen. Und der Blog macht das auf jeden Fall auf eine sehr zwielichtige Art und Weise. Was ist das überhaupt für ein Blog? Ich muss jetzt echt googeln. Pst. Warum ich mich nicht mehr wie eine Schlampe fühle? Spiegel Online. Ach. Nein, Bento. Ah, Bento. Immer mega scheiß Artikel. Spiegel Online behauptet erschienen, sie machen kein Native Advertising, machen es dann aber einfach über Bento, wo ja auch zu ihnen gehört. Und jetzt scroll ich extra schneller weiter, damit sich mein Algorithmus merkt, dass ich so scheiß nicht sehen will. Weg, 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 weg. Video von einem Wolf, der erschossen wird. Nein, weg, 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 weg. SRF News mit einem Foto von einem grossen Regenbogen. Bam! Ich interagiere mit meinem Algorithmus. Anstatt dass er mich wild anklafft, erziehe ich ihn. Und zwar alle 10 Minuten ab, 5 Minuten ab. Ich weise ihnen das Recht, indem ich gewisse Beiträge verberge, entabonniere oder sage, dass ich diese Werbung oder diesen Artikel nicht sehen will. Pst, Video vom Lorio, die Jodelschule. Ich kommentiere, ich gebe an, wo ich bin, ich verteile herzlich, ich like. Das ist wie wenn ich mich ausziehe. Ja, und bist du Brüder oder was? Beim Arzt musst du dich auch ausziehen, wenn du nicht Dienst willst. So. Okay, Werbung für Ita Wegmann Klinik, alternative Arztpraxis. Okay. Musiker auf der Basler Fähre in orange Schwimmweste. Pst, direkt drunter schon wieder orange Schwimmweste, überfüllt das Boot im Mittelmeer. Pst, okay, Trump redet über Fake News. Ach, am Vorstellen, was in diesem Artikel steht. Aber die Kommentare nehmen mich Wunder. Okay, der Herr Nussbaumer schreibt, es ist sehr bedenklich, wie hier über Fake News berichtet wird. Denn eine Frage steht doch im Raum, wer bitte entscheidet, was falsch und was richtig ist. 17 Likes. Pst. Fakten sind Fakten und Fake ist Fake. Und Fakes sind keine Fakten und Fakten sind keine Fakes. Und gefakte Fakten sind Fake und Fake bleibt Fake. Auch wenn die Faktenfaker die Fakes zu Fakten erklären und die Fakten zum Fake. Mit Faktenfaker erklären, Fakten seien schon gängig Fake gewesen. Und das Faken von Fakten deckt die Fake von Fakten nur auf. Es gäbe nämlich keine Fakten, nur Fake. Gefakte Fakten seien nicht weniger faktisch als Fakten, die sich für Fakten halten. Wenn sich der Fake verbreitet wie Fakten, schaffen Fakten. Und dann müssen die Fakten gegen die Fakten antreten. Gestern glaubte man, es gäbe Fakten und Fakes.
Heute weiß man, es gibt Fakten und Fakten. Da werden wir ja sehen, was sich mehr verbreitet. Die Fakten oder die Gegenfakten. Ob man mehr den Fakten glaube, die sich für Fakten halten, oder den Gegenfakten. Dann könnten die Fakten das, was sie für Fake halten, auch als Fake entlarven. Während umgekehrt das, was sie für Fake halten, sie als Fake entlarven. Fuck Fake-Fakten. Fakten sind Fakten und Fake ist Fake und bleibt Fake. Und Fakten sind Fakten. Aber was sind wir für Weicheier geworden inzwischen alle? Also muss ich, also das gibt's doch gar nicht. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass man also bei einer Lektüre von Macbeth sagen muss, es könnte sein, dass die Lektüre von Macbeth ihre Gefühle verletzt, weil es Szenen von angedeuteter oder expliziter Gewalt in diesem Theaterstück gibt. Und dann können die Studierenden sagen, nein, ich möchte nicht an diesem Kurs teilnehmen, weil ich fühle mich davon bedroht und ich mache lieber was anderes. Aber da denke ich, hallo, in was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn wir nicht mehr willens und in der Lage sind zu sagen, es ist eine Freude zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen, sich zu streiten, sich leidenschaftlich in eine Position zu werfen. Ja, aber vielleicht nicht auf Facebook. Na, ich habe auch gedacht, Facebook, das ist ein sehr, sehr, sehr chaotisches Medium. Das ist sehr intim, sehr persönlich. Aber das ist überhaupt gar nicht chaotisch, das ist total durchorganisiert. Naja, das ist im Hintergrund durchorganisiert, das ist mir schon klar. Aber im Vordergrund wird dir doch da andauernd dieser Wohnzimmercharakter suggeriert. Na, andauernd kommen da deine Lieblingsmenschen vorbei. Und ja, also da würde ich jetzt auch nicht besonders happy reagieren, wenn da jetzt irgendwie mein bester Freund käme und sagen würde, hallo Markus, Mathis, ich piekst dir jetzt mal da in deine Blase und ich hole dich da raus und ich zeige dir jetzt mal die große, weite Welt. Ja, also aber ich glaube, der Punkt wäre ja jetzt doch der, sich zu überlegen, weil wir ja von einer gewissen Kritik an den Medien oder der Unterstellung, die Medien produzieren nur Verschwörungen, ausgegangen sind. Was hieße es denn, ein besseres Gespräch wieder einsetzen zu können. Ja, und da finde ich das mit dem Streit ganz entscheidend. Ich erlebe das auch so. Ich finde, es wird immer schwieriger, sich mit Leuten zu streiten. Ich möchte so gerne herausfinden, was können wir jetzt wieder aufbauen? Was wäre denn jetzt sinnvoll in dieser Welt, in der die Leute nicht mehr zuhören oder nur noch zuhören und gar nicht mehr sprechen? Also wo werden nach unserer Kenntnis gute Gespräche geführt? Also bei uns in der Redaktionskonferenz zum Beispiel gibt es schon Streit. Naja, Redaktionskonferenz, das ist ja jetzt ein super Beispiel. Wer von uns kommt schon in den Genuss einer Redaktionskonferenz? Vielleicht sollten wir uns erstmal darüber einigen, wie wir miteinander streiten. Wenn wir alle Tabus aller Religionen, Kulturen, Klassen, ethnischen Gruppen und sexuellen Orientierungen zusammenzählen und sagen, darüber können wir nicht reden, dann bleibt herzlich wenig übrig, worüber wir reden können. Ja, aber dann ist vielleicht auch Streit ein abschreckendes Wort dafür, weil Streit meint ja nicht so rumquengeln am Gegenüber, sondern Streit meint ja, sich wirklich argumentativ auseinanderzusetzen, die Position gegenüberzustellen, zu sagen, wie kommen wir gemeinsam einen Schritt weiter, ohne dass wir in einer Konsenssoße landen müssen. Wir sind auf einem Totenschiff unterwegs. Wie viel Zeit gibt ihr den Zeitungen noch? 5 Jahre? 7 Jahre? Es sind die Verleger, die am meisten am bestehenden System festhalten. Und das sind auch die, die es am Ende nicht mehr braucht. Der Laser, der Laser, der Laser. Wir gehen noch vom Laser aus. Der Laser stirbt aus. Es sind nur noch die über 50-Jährigen, die das System zeitig am Laufen halten. Ja, die sich am Morgen ohne Zeitung, ohne Zigarette, ohne Kaffee schlecht fühlen. Wir sind in der Seniorenunterhaltung tätig. Wie alternde Schlagersänger. Ja, Zeitung ist nur noch ein Beruhigungsmittel. Gegen die archaische Angst am Morgen, die Welt sei nicht mehr da. Man nimmt die Zeitung aus dem Briefkasten, schaut sie an, sieht, aha, der Tag fängt gut an, alles noch da. Detto-Seite, 4 Seiten Ausland, 4 Seiten Inland, Sport, Kultur, letzte Seite, kein Grund zur Panik. Detto-Seite, 4 Seiten Ausland, 4 Seiten Inland, Sport, Kultur, das Einzige, was die Zeitung heute noch am Leben hat, ist das, was früher ihre grösste Schwäche war, nämlich die Routine. Aber die Routine ist auch schuld, dass sie überhaupt in die Krise geschlittert sind. Zeitungen sind Planeten mit einer unendlichen Schwerkraft. Die Leser haben immer gemeint, die Medien liefern Tatsachen. Das haben wir Medien noch gar nie gemacht. Die Information ist so wertlos geworden. Wir sind nur so zugemüllt mit Informationen. Und wie man heutzutage online mit Journalismus Geld verdienen soll, das hat mir auch noch keiner wirklich verraten. Überhaupt, wie man mit Journalismus so Geld verdienen soll. Die Leser werden immer frecher, die Politiker tanzen einem auf der Nase herum, die PR-Abteilungen sind schon fast enttäuscht, wie leicht sie ihre Storys durchbringen. Das Einzige, was den Verlegern in den Sinn kommt, ist zusammenlegen, verschlanken,
abbauen. Das Ende wird sein, dass man den Zeitungen immer mehr Mittel entzieht. Sodass sie immer grauer werden. Und wenn sie endgültig sterben, fehlen sie niemandem. Das ist das Absurde. Man ist eigentlich der Spezialist fürs Neue. Und dann ist das Neue im eigenen Haus und dann sieht man es nicht. Und dann ignoriert man es. Dann verdüselt man es. Dann denken alle, Hilfe, wir sterben. Und dann ist der Heilsbringer. Und dann resigniert man. Wir müssen erkennen, dass es ein neues Medium ist, sonst haben wir keine Chance. Du kannst nicht aus Print und online eine konvergente Redaktion machen. Sonst machst du das, was wir am Anfang vom Fernsehen gemacht haben. Wo sie einfach Radio abgefilmt haben. Rauchende Männer, die an einem runden Tisch sitzen. Zeitungen sind Planeten mit ihrer unendlichen Schwerkraft. Aber je deutlicher wird, dass es zu Ende geht mit diesen Wohlfühloasen, umso größer wird doch das Informationsbedürfnis. Ja, und in dem linksliberalen Milieu gibt es vielleicht ja auch irgendwo Menschen, die zahlen können. Das hat ein riesen Potenzial. Ja, die Leute wollen schon informiert werden und dann ist es ihnen auch wieder etwas wert. Wir müssten den Leser zum Verbündeten vom Inhalt machen. Ja, dein Zeug müsste einfach gut sein. So gut, dass es viral geht, dass es die Leute von sich aus verbreiten. Du könntest den einzelnen Journalisten, die einzelne Journalistin zu einer Marke machen. Das wäre ein Finanzierungsmodell, Crowdfunding. Und irgendwann abonnierst du einfach deine Lieblingsschuhe. Ich glaube auch, dass so etwas wie Haltung eigentlich ein Verkaufsargument wird sein in Zukunft. Wir müssen die Autorinnen und Autoren in den Vordergrund stellen. Oder einfach ein bisschen kommerzielles Mindset entwickeln. Ich meine, fuck it, print is dead. Soll es doch... Ach, soll es doch brennen. Die Zeitungen sind doch schon immer dafür da gewesen, damit etwas Feuer fängt. So eine tiefe Zündtemperatur. Aber soll es doch brennen, mir doch wurscht, mir doch schnurz. Who cares, print is dead. Wir mit unseren Säulen. Die ganze Metaphorik geht doch überhaupt nicht auf die Säulen der Demokratie. Ho, ho, ho. Und was ist denn Demokratie selber? Ein Dach? Eine Decke, eine Schärme. Und wir wollen so ums Verrecken eine Säule von diesem alten Konstrukt sein. Bindeglied zwischen Volk und Politik, die Informationsaufbereiter. Und beharren dabei aber darauf, dass nur wir der Menschen irgendwie ein relevantes Gesellschaftsbild bieten können. Und klammern uns an die klammernden Politiker. Und wenn einer von denen mal geht, dann klammern wir einfach schon am nächsten. Wir sind vor all den Säulen der Demokratie, die morschigste geworden, auch wenn wir gar nicht tragend gesehen sind. Es hat einfach keine alternativen Informationskanäle gegeben. Darum sind die Leute zu uns gekommen. Wir haben einfach Druckereien gehabt. Darum sind die Leute zu uns gekommen. Wir haben als Meinungsmonarchen die Alternativlosigkeit der Leute einfach Glaubwürdigkeit genommen und fürzeln jetzt verschissen in unsere Hösle. Jetzt ist halt eine neue Zeit, wird alles umgestöpselt und es ein paar wenige Redaktionen, wo die Menschen ihre Meinungen aufgezwungen haben, entstehen jetzt hochkomplexe Informationsnetze. Informationskanäle werden endlich demokratisiert und wir sind die, die am Lütischen darüber jammern. Unser Problem ist doch, dass uns keiner mehr liest. Das ist ja unangenehm. Wir schrauben stundenlang an der Syntax, bis sich unsere Fratzen drin spiegeln. Und am Ende landet der Artikel doch einfach online und der erste Kommentar darunter bekommt mehr Likes als unsere ganze schöne Arbeit. Ist klar, dass wir schon einmal von Simplifizierung reden, aber warte mal, sind nicht wir die gesehen, die mit Spruch als reines Informationswerkzeug geschafft haben? Haben nicht wir die Buttenbrooks in einer einzigen Spalte verrissen? Haben nicht wir den Spruch eingefacht und jetzt, wenn wir aus diffusen, nostalgischen Gründen plötzlich die Ästheten sind, sind wir jetzt plötzlich Künstler oder was? Sind Spruch in Gefahr, jammern über die Kürze im Netz, haben aber in der Nacht heimlich feuchte Träume davon, einmal viral zu gehen, einmal relevant zu sein. Wenn wir jetzt etwas einfallen lassen, setzen wir auf Reichweite oder Qualität oder finden wir eine Nische oder geben wir einfach alle kollektive Fick und schreiben einfach alle einen Roman, aber uns blind drauf verlassen, dass sich die Leute blind auf uns verlassen, das können wir vergessen. Unsere Institutionen müssen sich jetzt beweisen, unsere Glaubwürdigkeit müssen wir uns erarbeiten, aber wir sollten aufhören, jammern und die Challenge akzeptieren, weil print is dead. Print is dead. Print is dead. Print is dead. Und sagt mir,
würden gerne eine Fondue-Werbung schalten. Dann sagt ihr, ihr könnt schon eine Fondue-Werbung bei uns schalten, nur die sieht niemand. Die einen haben einen Adblocker und die anderen blenden Werbung automatisch aus. Angenommen, die verstehen das. Dann sagt ihr, Native Advertising. Wir können eine Reihe von Artikeln produzieren, die alle etwas mit Fondue zu tun haben. Angenommen, die finden das super, dann geht ihr in die Redaktion. Die Leute, was kommt noch Sinn zum Thema Ernährung im Winter? Stichwort Fondue. Andere Länder, andere Titten, wie die Deutschen ihr Fondue essen. Wie die Deutschen ihr Fondue essen, ist gut, was noch? Gibt es eine vegane Alternative? Vegane Alternative, nehmen wir, was noch? Strip Fondue, heisse Tipps, wenn das Brot in den Käse geht. Okay. Flaute im Bett, wenn nach dem Fondue nichts mehr gut, läuft. Das interessiert die Leute noch etwas? Ja, hier, Fertigmischung, was ist wirklich drin im Käse? Okay, was ist wirklich drin? Okay, das reicht. Angenommen, ihr geht mit diesen Vorschlägen zurück zum Kunden, Native Advertising, und der sagt, ist gut, wir wollen gerne 10 sättige Artikel. Dann sagt ihr, ein Artikel kostet 8'000 Franken. Angenommen, der sagt, ist in Ordnung, dann sind beide zufrieden. Der Kunde hat ein optimales Umfeld für sein Fondue und ihr habt 10 Artikel, die alle können viral gehen können. Native Advertising. Herr Seibt. Ist das die Rettung vom Journalismus? Ist das jetzt das Modell, wo der Journalismus für die nächsten 250 Jahre sichert? Mit Sicherheit wahrscheinlich nicht. Es ist eher ein bisschen Verzweiflung, dass die Inserenten einfach nicht verdammt nochmal die Eier haben, selber einfach nur zu inserieren, sondern irgendwelche Storys in Auftrag geben, die weder eine gute Story noch eine gute Werbung sind. Naja, so eine Fondue-Story kann natürlich schon sehr catchy sein und auch hilfreich. Und damit kann man dann eben quer subventionieren. Dann haben sie vielleicht sogar ihr First-Class-Ticket wieder. Journalismus, alles Käse oder was? Oder, der ist gut. Ja. Irgendwie der Mond, nachgebildet aus Fondue, der langsam heruntertropft in den Mund eines hungrigen Kleinkindes. Super Video. Also ich könnte auch gerne so weiterarbeiten. Es ist etwas weniger interessant als die Welt an sich, aber warum nicht? Aber im Moment haben wir eigentlich was anderes vor. Also wir werden ein Magazin machen ohne Werbung, weil die Werbung erstens sehr wenig einbringt, zweitens wollen wir nicht abgelenkt werden, drittens glauben wir zum Teufel, wir machen es ganz pur, wir legen das Schicksal von uns und unseren Familien in die Hände der Leser. Und wo das dann mal landet, das wird interessant werden. Dann gehen wir mal auf beim Herr Voigt gefragt. Sie haben ja doch immerhin Watson gegründet. Was halten Sie persönlich von Native Advertising? Ja, ich glaube, als erstes müssen wir mal den Begriff klären, weil jeder versteht etwas darunter. Was das so unten ist, ist ganz eine plumpe, üble Publireportage oder irgendwelche Quatsch gewesen. Ist eigentlich ein ganz reales Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie schon länger in Ihrer alten Redaktion vorbeigegangen. Das weiß ich nicht, ob es bewusst ist. Ja, ich bin schon länger nicht mehr vorbeigegangen, das ist ganz sicher so. Ich glaube, Native Advertising kann eine Chance beinhalten, wenn man wirklich das Ganze transparent macht. Es gibt eigentlich quasi Möglichkeiten, Inhalt zu entstehen, wenn man es von mir als quersubventioniert etc. Aber so ist es ein bisschen, so geht es natürlich überhaupt nicht. Aber es gibt Beispiele, zum Beispiel im Sport, sage ich jetzt mal, alle schauen irgendwie, die Sorte Native Advertising funktioniert nicht. Aber zum Beispiel, wenn man das anschaut, was Red Bull macht, wo eigentlich Events macht, Events ermöglicht, dann ist bei Red Bull ist es zum Beispiel klar, dass die nicht würden sagen, irgendwie, okay, in diesem Event mit den ersten drei, die müssen alle von Red Bull gesponsert werden. Und wenn man das anfängt einziehen lassen, dann schafft man eine wertlose Atmosphäre, ein wertloses Umfeld und wertlose Inhalte. Aber es gibt andere Beispiele, wo sie durchaus sehr sinnstiftende Sachen können ermöglichen können und sich trotzdem als Marke produzieren. Aber sobald sie den Inhalt verändern oder maßgeblich bestimmen, dann funktioniert es nicht. Also es geht nur darum, dass, dass der Journalist oder die Journalistin den Fondue-Artikel auch wirklich kann so schreiben, wie er will. Dann ist okay. Es geht darum, dass der Journalist sicher nicht einen Artikel schreibt, wenn der Auftraggeber Fondue-Hersteller ist und man schreibt irgendetwas über Käse. Oder? Das geht überhaupt nicht. Also das ist, aber ich muss eigentlich sagen, wenn man jetzt auf Native Advertisement so fokussiert, und das ist wahnsinnig schlimm, also
immerhin stoppe ich Native Advertising noch, es ist Native Advertising. Es ist wirklich eine Frage von der Transparenz. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, was in Tamedia oder in Tagesanzeiger und in gloriosen Zeitungszeiten immer schon war, dann sieht man, jeden Tag werden zwei Seiten mit Autotexten beschrieben. Auto hat vier Türen, vier Räder und ein Lenkrad. Und es ist absolut grossartig. Vier Stück davon, jeden Tag. Oder? Und das ist die intransparenteste Scheißform von Native Advertising, die sich Watson nie erlauben würde. Okay, Native Advertising, man kann es so oder so sehen. Kommen wir nochmal zum anderen Punkt, zu einem wesentlich, zum zusammenfassenden Punkt. Okay, sorry, das ist. Wenn man zu viel Anlauf nimmt, reicht es nicht. So. Also, ich meine, jetzt zusammenfassend kann man sagen, das Informationswesen ist bedroht von ideologischer Übernahme, von ökonomischer Übernahme und von der Verdrängung durch soziale Medien. Angenommen, NZZ, nehmen wir mal einfach die NZZ, würde morgen Konkurs melden. Und sie müsste darüber abstimmen, ob man jetzt NZZ soll mit staatlichen Mitteln retten oder nicht. Wie würde sie sich entscheiden? Sie haben jetzt 15 Sekunden Zeit, um sich das zu überlegen. Sie können sich auch gerne mit ihren Nachbarn austauschen. 15 Sekunden Zeit, das ist grosszügig. Eigentlich haben wir nur 10 Wellen gegeben. Aber es dauert 15 Sekunden, bis das Plateau oben ist. Also, 15 Sekunden Zeit. NZZ mit staatlichen Mitteln retten, ja oder nein? Wer wird sich dafür entscheiden, NZZ mit staatlichen Mitteln zu retten? Okay. Wer wird sich dagegen entscheiden? Okay, wer hat sich jetzt enthalten? Oh, okay. Was lernen wir daraus? Wenn man sehr viel weniger Zeit gibt, um sich etwas zu überlegen, dann steigt die Wahlbeteiligung frappant an. Also, sollen wir das in Zukunft vielleicht auch so machen bei Volksentscheid? Dann würde ich doch sagen, nehmen wir das als ein Schlusswort. Allerdings können Sie gerne noch ein Moment da bleiben, weil wir haben vom Schauspielhaus Zürich die Bewilligung bekommen, hier innen ein Bierli zu trinken. Sie können sich also gerne eins von diesen Bierli nehmen oder auch ein Wasser. Sie können gerne noch einen Moment da bleiben. Vielen Dank an Herrn Seibt, an Herrn Voigt und vielen Dank fürs Kommen und fürs Mitdenken. Dankeschön.